So, meine Freunde, wir haben ja einen süßen kleinen Enclosure, beziehungsweise Terrarium von Exoterra. Die kleinste Variante, die sie haben. 20 mal 20 mal 20. Sieht super witzig aus. Im Verhältnis zu der Box hier. Wenn wir das mal so daneben stellen. Und ja, unsere Balfori, die kommt ja nie raus und alles. Deswegen will ich hier jetzt einen neuen Enclosure machen. Nicht, weil damit sie rauskommt. Nein, damit sie einfach was Passendes hat. Dann kriegt sie auch hier noch eine schöne große Wasserschale und alles rein. Ob ich das Holz, die Höhle nehme, weiß ich nicht. Muss ich ausprobieren, ob das alles passt und so weiter. Und wir haben diesmal ganz viel verschiedene Bodenmaterialien sogar noch geholt. Wenn ihr auf Instagram mir folgt, dann wisst ihr das. Oh, man sieht das Licht an den Ecken. Ja, ist okay. Okay. Ketchup ist wie immer da. Ich werde jetzt erstmal die Spinne einfangen, damit ich hier mal mich ein bisschen sortieren kann, alles. Heißt, wir brauchen Zange, den Ketchup und ja, hoffentlich ist er in einem guten Modus. Wasserschälchen. Brauchen wir nicht mehr. Die Dinger sind übrigens nicht so gut. Finde ich eine Scheiße, weil da passt nur sehr wenig Wasser rein und es verdunstet sehr, sehr schnell. Also die Dinger bin ich eigentlich täglich am Auffüllen. So, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ohne dass er uns abhauen will oder sonst irgendwas umbringen will. Boah, der hat ja alles hier festgewebt. Ich glaube, du solltest lieber deine Metallzange nehmen, mit der hast du mehr Griff, ne? Ne, ich will ihn erstmal raus, wo da ist er. Tja, wie kriege ich dich da jetzt raus? Ich würde sagen, lass ihn einfach hochklettern erstmal. Ist halt dreckig, ist so schön. Ah, muss der später sauber. Sexy. So, hallo, liebste Balfori. Würden Sie bitte. Genau. Dankeschön. Die hat aber einen dicken Hintern. Ja. Die hat das Hämmchen ja scheinbar auch gegessen, ne? Das Hämmchen hat sie gegessen, aber wie so ist sie so dick, frage ich mich. Sie hat seit der letzten Häutung, die Häutung ist jetzt schon seit 1,5 Monaten, glaube ich, her, hat sie 2 Hämmchen gegessen und ist so fett. Und sie war extrem dünn. Und der Bad wieder am Wackeln. Mhm. Die Höhle wollte ich eigentlich nochmal neu benutzen. Ich glaube, ich muss ihn sauber machen. Holy shit, hat er dick gewebt. Guckt euch das an. Wie Kaugummifäden. Du denkst dir nur, was macht ihr mit mir, ne? Aber du bist wunderschön. Hoffentlich bleibt sie so wunderschön. Ja, und ich aber trotzdem mal zu, vorsichtshalber. Stellen dich mal eben hier unten hin. Safety works. Eben lasse ich jetzt auch die Rückwand zum Beispiel drin. Finde ich optisch schöner. Und das Terrarium ist eh nur eine Zwischenlösung wieder. Und da wird eh halt, ja, das nur eine Zwischenlösung und... Vielleicht kommt da irgendwann die Kolumbien rein, weil die wird ja nicht so groß. Ja, dann wird da nur später eine von den kleinen Spinnen reinkommt. Entweder da könnte die Kolumbien rein oder sonst, ja, ich schau mal. Ich mach das hier so ein bisschen fest. Dann will ich halt hier die Höhle nehmen. Da so hinmachen. Also, das passt. Dann können wir hier von der Seite reingucken, hier oben vorne kann er raus und rein. Und wohin mit der Wasserschale? Ich muss die kleine nehmen. Oh fuck, das passt nicht. Wir müssen das Ding noch rausnehmen. Deswegen sag ich ja, lass einfach. Lass einfach. Die Höhle. Nein, der wird sich auch irgendwo verstecken können. Ja, der spinnt sich auch sein Versteck. Ja, was soll ich nehmen, als wenn sonst lachen? Soll ich ihm dann Pflanzen reinstellen, was wir nicht haben? Das kannst du hinten, da so in die Ecke. Für die Optik, ne? So, passt das. Kann hier noch raus. Sieht aber ganz schön eng aus. Das ist auch alles eng, aber das sollte eigentlich so funktionieren. Ich hatte überlegt, noch das Holz sogar hier rein zu tun, aber das passt eindeutig nicht. Dann nimmst du nicht einfach so ein Kork-Ding als Höhle? Das Pflänzchen. Als kleiner Akzent. Und die riesige Wasserschale. Die Wasserschale, die würde ich bezahlen. Hier wird ein bisschen eingebuddelt kommen. So, das ist alles so ein bisschen ebener. Zum Beispiel genannt mit der Mini. Ja, aber die Mini braucht das Wasserding ja auch. Aber die saufen ja mehr von der Feuchtigkeit auf der Erde anstatt die Wasserschale. Nicht, dass die reinpasst. Oh, da passt sogar rein. Sieht natürlich halt auch durch so ein Plastikteil nicht aus, ne, eigentlich. Ja, klar, aber
Was müsst ihr machen, ne? Gut, so, und jetzt kommt Miss Balfori wieder back in the game. Du sollst raus, nicht wieder rein. Hast du deine Ecke gekackt? Oh, hast du deinen gekackt und geschissen. Lecker. Ja, ja, auf die Erde. Geh auf die Erde. Please. No, 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 no. No. Back. Back. Oder dahin. Now. Be a good girl. Now. Go back inside. Behave. Behave yourself. So, dann darfst du dich jetzt da einleben, einnetzen und was whatever. Das kleine Ding. Das Ding müssen wir sauber machen. Das muss alles sauber gemacht werden und jetzt habe ich ja keine von den Zeug hier verwendet. Verdammt! Willst du noch ein bisschen drüber sprinkeln? Ja, richtig. Der sollte da irgendwie reingewichst oder reingepisst. Nee, stimmt, das ist ja eigentlich, ist ja keine Größe, das ist ja Tannenrinde. Irgendwie so was, ja. Und so sieht das Ding von vorne aus. Freunde, was geht? Ich sitze hier gerade an meinem Wohnzimmertisch. Hier unten sieht ja mein PC ein bisschen am Leuchten, so ein Schlimm. Und zwar werde ich heute noch mal ein bisschen meine Spinnen wässern. Spritz, Spritz, Kappa. Und wir werden mal gucken, denn unsere Grammistola Pulchripes, die Goldknie, hat sich ziemlich lang schon wieder eingebuddelt. Und ich will ja sicher gehen, dass sie auch was zu trinken hat und alles. Deswegen werden wir ihr mal ein bisschen helfen, denn sie ist wirklich jetzt schon gut über eine Woche eingebuddelt. Und war noch keines mal trinken, sie war auch nicht draußen oder so. Das Ding ist alles hier zu. Deswegen schauen wir einfach mal, was sie so treibt. Und machen dann natürlich auch alles nass. Im Pre-Mold kann sie eigentlich nicht sein, weil sie war erst in der Wert, sie ist gehäutet. Oh, da kommt schon ein Bein raus. Da kommt schon ein Bein und guckt, was geht hier ab. Ja, hallo? Guck da, da ist schon ein Bein. Meine Freundin kommt gucken, guck, da ist direkt ein Bein aufgetaucht. Kann man es gut sehen? Da ist schon ein Füßlein. Und sie sagt, hallo, was geht hier ab? Manche Spinnen denken ja dann, wer was und. Ah. Denkst du auch, da wäre Futter oder irgendwie sowas? Ja, da ist sie. Und sie ist fett. Und sie ist fett, genau. Fett as ever. So, Achtung. Kommen wir jetzt Nummer 2. Der Ginny Colata. Und sie ist echt eine ganz süße. Sie bleibt immer eigentlich unten. Und man kann gut mit dir spielen. Warte nicht. Hab ich dich soft verarscht? Ah doch, da kommt sie. Kommen sie langsam die Beinchen. Dann werden sie immer schneller. Und zack, schon ist sie draußen. Hallo Ginny Colata. Alles gut, meine Süße? Ja, du willst was essen, aber du bist fett. Kriegst nichts zu essen. Mach das Ding mal sauber lieber, weil es ist nicht so schön sauber. Tut mir leid, Spinne. Hat nichts abbekommen. Hast zum Glück nichts abbekommen, guck mal, das ist so eklig süffig gelb hier drin. Das ist nicht schön, deswegen kriegt das mit das sauber gemacht. Denkt immer dran, eurer Spinne frisches Wasser zu geben. Immer frisches Wasser geben. Das trinkt die sehr gerne. Also mach ich jetzt. Instant Hair Kicker. Hat sie Haare gekickt? Die ganze Zeit, wo du Wasser gesprüht hast. Ja, da kickt sie Haare. Aber das ist halt Regen, Ginny Colata. Regen interessiert das nicht, dass du Haare kickst. Aber hier geht's gut, sehr schön. So, kommen wir zu unseren Slings. Hier haben wir die Sasamai. Und die können wir heute sogar noch füttern, wenn wir wollen. Jetzt wird sie in die Ecke verzogen. So, wir machen einfach nur hier ein paar Tröpfchen rein. So, das reicht schon. Als nächstes haben wir die Hapalopus Spezi Kolumbien groß. Groß einfach nur, weil diese Art ausgewachsen 4 cm, glaube ich, groß wird. Und die kleinere, also die kleine Variante, wird nur 3 cm groß. Und hier sehen wir sie. Die hat sehr schöne Farbe, muss man sagen. Jetzt mit den letzten Häutungen bekommen. Vorher war die ja eher so bräunlich, jetzt hat sie wirklich Farbe bekommen und so. Und da kommt jetzt auch noch ein bisschen Wasser rein, weil Tiere brauchen nicht Wasser. Und da die es eher feucht mag,
geben wir ihr ein bisschen mehr Wasser. Kommt hier einfach so. Geh die mit deinen dicken Fingern weg. So. Da kommt ein richtiger Klatschwasser rein. Zack. Die hat so viel gesponnen. Die hat so viel gesponnen, dass man einfach, dass die Tropfen einfach nicht mal mehr das, den Boden berühren. Mhm. Dass einfach da stehen bleibt, hängen bleibt. Haben wir nämlich hier die Böhmei. Die Bachypelma Böhmei. Das ist eine Bachypelma Art. Die ist geschützt, deswegen, wenn ihr so eine kauft, dann müsst ihr auch einen Züchternachweis kriegen. Solltet ihr nicht kriegen, solltet ihr ein bisschen hellhörig werden. So, so sieht es von oben aus. Kann man auch nicht gut sehen. Ja. So. Auch wieder einen dicken Popo. Sie hat auch einen dicken Popo, genau. Deswegen ein paar Tröpfchen, mehr reicht, mehr brauchen wir nicht. So, dann hat es auch zu trinken. Und gut ist. Das Lustige war jetzt bei unseren Slings, wie von einem Tag auf den anderen, also insgesamt über 3 Tage, haben sich jeder das Slings am gehäutet. Und in der Reihenfolge haben sie noch wieder angefangen zu fressen. War ganz lustig. Unsere Bachypelma Hamori, die sich instant unterm Stein versteckt. Stein. Ja, unterm Holzverstellen im Kopf versteckt. Da haben wir sie. Daran sieht man auch, dass diese Terrarien kacke sind, weil die nicht dicht halten. Da ist die Wasserschale ausgelaufen, aber ist nicht schlimm. Die braucht eh neues Wasser. Machen wir hier auf. Wie gesagt, euch kann ich diese Terrarien überhaupt nicht empfehlen. Die Liftschlitze sind eigentlich zu groß für Spinnen. Müsst ihr echt darauf vertrauen, dass eure Spinne nicht abhaut. Aber wir werden sie trotzdem benutzen, weil sie einfach edler sind als Heimchenboxen. Nee, sind besser als Heimchenboxen, die sind aber auch nicht dicht. Selbst nicht mal der Dreck wird aufgehalten. Also wenn die Spinne anfängt hier zu graben, dann haben wir hier alles voll. Zum Beispiel hier, ich habe heute ein frisches Zimmer drauf getan. Und schon ist wieder alles dreckig. Wir müssen überlegen, das Ding hat 8 Euro gekostet. Diese Box hier kostet 5 Euro. War im Verhältnis. Mhm. Und da sehen wir übrigens, dass die Goldknie rauskommt. Wo? Da, das sind Beinchen. So, und hier haben wir unsere Eminia, die sich heute frisch gehäutet hat und gefühlt riesengroß geworden ist. So, unsere Eminia, die sich heute frisch gehäutet hat, ist halt ein Baumbewohner, lebt eher in feuchten Gebieten. Wassermarsch. Da kann man sehen, wie sie sich ein Bett gebaut hat. Ja. So, kommen wir zu. Eine Mini-Po! Ist er weg? Ja, passt. Oh. Schade. Ja, da war Eminia Nummer 2. Nee, jetzt ist die Spinne ganz weg. Ja, ist halt so. Es wäre eher braun, wenn es jetzt regnet. So, und na, sprühen sollte man so alle 1-2 Tage bei solchen Spinnen. Kommen wir zur letzten, die ich euch zeigen kann. Und zwar unsere Singapore Blue, die einfach hier das komplette Ding umgegraben hat. Wir reden hier wohlgemerkt über eine Baumspinne, aber sie hat einfach alles umgegraben. Das ist krass. Kann sie gerade nicht sehen. Oh. Na, spätestens wenn ich anfange zu sprühen, sollte sie hier unten auftauchen. Sie ist halt braun. Ich hoffe, sie wird noch blau, weil wenn sie braun bleibt, wird sie ein Männchen. Und ich würde gerne ein Weibchen haben, allein wegen der Farbe. Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier anfange zu sprühen. Aha. Ah, da seht ihr, da kommt schon ein Bein. Aber ist doch gewusst. Sieht man, glaube ich, in dem Label nicht so gut. Ah, da kommt ja mal raus. Fun Fact, eigentlich heißt es, Eminias sind selten zu sehen, aber unsere kann man, die einige zumindest kann ich eigentlich relativ oft sehen. Falschweise denkt, dass sie hier in der Höhle drin ist und man sie nicht dadurch sehen kann, aber wir können sie halt sehr gut sehen. Oh, tschüss. Ach, schön, und Kuckuck. Mhm. Warte noch ein bisschen. Guck, wie schnell das bei ihr geht. Mhm. Guck mal, wo sie jetzt schon wieder ist. Mhm. Und jetzt denkt, weil es das Futter gibt, wird sich wahrscheinlich noch mal freuen. Genau, lass es jetzt fallen, bitte. Nicht. Ja. Holy shit. Das Heimchen versucht noch zu fliehen. Es
gibt kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen, genau. Das sind schon wunderschöne Tiere. Lass wir die zweimal alleine ihre Kuschelzeit ausleben. Oh, da sind doch noch was. Holy shit!